Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hä? Wieso ist da ein Anfang an Ketten und... Hey, was ist laut? Mario springt jedes Mal bei mich rüber. Ich weiß nicht, wieso Bowser diese gottverdammte Kette an mir angelegt hat. Ich kann nicht... Stimmt eigentlich, hä? Bowser will Mario damit aufhalten, aber kettet ihn an. Macht Sinn? Ich verstehe, Mann. Wo ist es so, als ich vom Klippen runterfallen? Ernsthaft? Ja, Mann, direkt von der Kante, wie ein Lemming. Lemming, ja, die sind genauso blöd. Hört euch den Scheiß. Ich kann Mario nur was anhaben, wenn er mir den Rücken zudreht. Und wenn Mario mich ansieht, dann... wie hat Bowser es gemacht? Ich friere ein, werd ja. unsichtbar und beweg mich nicht. Das ist beste Fähigkeit ever. Was erfindet eigentlich Bowser für Viecher, Mann? Das ist doch total... Er ist schlecht für mich, wenn er runterfällt. Aber wenn er springt, dann bin ich schlecht für ihn. Ich bin eine Kugel. Ich sollte schlecht für ihn sein, egal wie er mich berührt. Passt das auf, stimmt Leute. Eigentlich. Wir können nicht mal unsere Hämmer auf diesen Mario werfen. Wir ja, die schmeißen nur nach oben. Richtung werfen, aber wir werfen über ihn rüber. Ja, das ist sowieso total... Prunkende Kinder beim Abwurfball spielen oder so. Ich habe nicht viel Zeit. Meine Brüder und ich haben mal alle Pilze, Federn und Blumen in ein Schloss verstaut. Aber jetzt ist Bowser gegangen und bläst Ballons auf. Warum ich euch das erzähle? Wenn ihr etwas tun wollt, dann sind die anderen Bossgegner nicht mit dabei. Ihr Leute habt es so schwer. Oh nein, nicht die Maus. Hey, du? Tja, ist okay, dass ihr mich nicht kennt. Man hat auf sein Super Mario Bros. 2 nichts mehr von mir gehört. Oh, stimmt. Du kamst mir gleich so bekannt vor. Eigentlich recht gut, der Mario-Kill. Ich hab diese Bombe geworfen, wisst ihr? Wir dachten, Bowser gibt uns noch eine Chance, aber... Also zumindest hat es schon angehört. Nicht für uns alle. Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh oh. Mauser, was tust du hier? Und Boo, du kannst die Burg nicht verlassen. Natürlich kann ich. Ich kann überall hin, aber du zwingst mich dazu, mir im Schloss zu bleiben. Nett. Genau wie du die Kettenhunde zwingst, angekettet zu bleiben. Grünen Kubas dazu bringst, sich von der Klippe zu stürzen. Ja, warum bringt er die überhaupt dazu, Selbstmord zu machen? Natürlich stürzen sich die grünen Kubas von der Klippe. Die roten sind die, die sich umdrehen. Merkst du nicht, was du tust? Du machst es für uns so viel schwieriger, als es eigentlich ist. Was stellst du meine Genialität in Frage für dieses unloyale Verhalten? Ich fand das schon früher als Kind immer bei Mario komisch, dass sie einfach auf die Klippe zulaufen und runterfallen. Da dachte ich mir erst immer, das ist ein Fehler. Die dir alle in der Lava schmoren. Ich herrsche über dieses Königreich seit 20 Jahren. Bruder, Bowsers Herrschaft endet jetzt. Oh oh. Heilige Scheiße. Boah, ja, er springt sich selber mit weg. Oh, oh, oh mein Gott! Oh, oh, Kopf gefressen! Was? Nochmal genial! Das würde also passieren, wenn Bowser seine Leute nicht mal einen Zorn hält. Oh Gott, Junge. Ey, das wäre aber mal ein richtig krasses Mario-Spiel, wenn das so wäre. Oh, krank. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.